Und somit herzlich willkommen zu der nächsten Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns jetzt das LF10 Mod-Package an, beziehungsweise der LF10. Und zwar haben wir in diesem Package den LF10 auf MBS-ATIGU und den ST in Klammern LF10 auf MAN-TGL. Jo, und zwar ist das ein neues Meisterwerk oder ein neuer Meisterstreich von Modder. Und ja, wir haben mal wieder, also von der Redline Fahrzeugbau GmbH. Das wollte ich jetzt sagen, nicht mehr, oder? Ja, und zwar wieder zwei Feuerwehrwagen. Einmal halt ein Mercedes und einmal dementsprechend auf einen MAN. Ja, stehen noch ein paar nützliche Infos da, wer hier wie wo was gemacht hat. Der Dings auf Mercedes-Benz kostet 145.320 und der auf den MAN kostet 140.550 Euro einmalige Anschaffungskosten. So, ich habe extra mal eine Nacht-Connection ausgewählt, da wir mit mir die Funktion mal ein bisschen besser sehen. So, hier sind die beiden Stücke. Wir fangen erstmal an mit den MAN. Weil bis auf, ja, sagen wir mal, den Fahrzeugtyp, also Mercedes und MAN und kleinere, äußere Erscheinungen, unterscheiden die zwei sich von den Funktionen her ebenfalls nicht viel, beziehungsweise gar nicht. Ja, Modell und Texturen. Geht soweit vom ersten Blick in Ordnung, dass hier unten, sprich der die Stoßstange, sieht zwar ein bisschen nach Plastik aus, möchte ich beinahe sagen, aber so im geschlossenen Zustand haben wir hier bei MAN Chrom, ganze verchromt, das ganze spiegelt schön. Das ist schön. Wenn wir dann aber mal unsere Dinger wieder öffnen, haben wir im Innenbereich halt nicht ausgearbeitete, sondern halt Bilder. Was aber jetzt auch nicht allzu sehr stört, weil sie sind scharf. Man erkennt auf jeden Fall hier mit der Sauerstoffflaschen sind und solche Warnblitzer und irgendwelche Messgeräte und Rettungsdinger, Schläuche etc. Das sieht man alles, die Bilder sind soweit scharf, ist zwar plastisch, aber scharf, aber das passt immerhin. Das größte Manko, was die Textur angeht, wo du total reingehauen hast, mein Guter, ist der Innenbereich. Wir haben hier unsere Feuerwehrleute, die sind schwarz. Hier glitscht das Chrom von außen durch. Hier haben wir vorne an der Heckscheibe, siehst du hier das Schwarze, also das da, das Schwarze hier. Das sind ja auch irgendwelche Fehler, irgendwelche Glitchfehler, die durften da gar nicht sein. Dann hier oben weiß ich nicht so genau, was das Schwarz sein sollte. Hier glitscht irgendwas durch. Ja, der Innenbereich sieht, und hier glitscht durch. Also der Innenbereich, das sieht wirklich, ja, grausam aus. Muss man leider sagen. Wir haben keine Armaturen, wir haben kein Lenkrad, wir haben, ja, sechs schwarze Männer, die allein warten im Wald. Was wiederum schön ist, wir haben Spiegel, auch wenn diese nicht echtzeitreflektierend sind, sondern irgendein Bild dahinter gesetzt worden ist. Das werden wir dann beim Fahren gleich merken. Ja, sind trotzdem schon mal der Versuch, welche vorhanden. Und deswegen wird es bei Texturen, weil das gleiche ist auch hier. Ja, haben wir halt Urwert Angst vorm schwarzen Mann. Das hier haben wir halt bloß das Ding. Hier haben wir nicht diese aggressiven Bildfehler hier oben drinne. Hier haben wir zwar auch hier wieder so ein bisschen Geklitsche, aber und den Dach, das mag ja alles gehen. Aber ja, wie gesagt, hier haben wir nicht diese aggressiven Glitschen. Wir haben hier unten irgendwie zwei schwarze Dinger. Das mag schleichen, aber ansonsten ist das gleiche von Armatur und so weiter und so fort her nicht vorhanden, beziehungsweise schwarz. Hier ist, wie gesagt, auch alles sauber vom Bild her. Da gibt es an sich nichts zu meckern. Deswegen gibt es bei Textur und Modell leider wegen den Innenbereich, das hätte nicht sein müssen, 3,5 Punkte von 5. Gut, kommen wir mal zu den Funktionen. Jo, ich würde mal sagen, wir machen das beim MAN. Wir haben wie immer hier die Taste 0, um das HUD anzuzeigen. Steht oben schön da, LF10 MAN TGL Info. So, mit der Position 1 können wir das Blaulicht aktivieren. Also entweder kommt es mir nur so vor, oder du hast die Blaulichtdinger zu den letzten Modellen ausgetauscht. Die sehen jetzt auf jeden Fall viel besser aus, viel schöner. Sieht, ja, kann man dementsprechend so lassen, vorne und hinten. Alles dran mit der Taste Space, also Leertaste, können wir somit das Martinshorn aktivieren. Und jetzt funktioniert auch über Bild auf und Bild ab, damit wir das Horn umschalten können. Ich drücke jetzt mal Bild auf. Und schon haben wir dementsprechend ein anderes Horn. Nochmal Bild auf, haben wir wieder das alte. So können wir das dementsprechend immer durchschalten, so wie wir das gerade wollen. Oh, auf jeden Fall eine nette Sache. Schön, wie das jetzt funktioniert. Dann haben wir standardgemäß das Lichtskript verbaut über Numpad 2, Numpad 1 und Numpad Nummer 3.
Über Numpad 5 können wir da die Umfeldbeleuchtung aktivieren, deswegen habe ich das Ganze mal in der Nacht gewählt. Das Ganze sieht so aus, die Lichtpole sind soweit richtig gesetzt. Das Licht tut auch das, was es tun soll. Es ja, erhellt die Umgebung. Auf jeden Fall eine nette Sache, lassen wir gleich mal an. Mit der Taste Numpad 8, oder mal kurz ausmachen, mit der Taste Numpad 8 können wir noch das hintere Licht aktivieren. Das funktioniert auch alles ohne Probleme. Und mit der Taste O haben wir jetzt noch eine separate Hube. Ja, und dann steht ja ganz unten Fahrzeug mit Wasser betanken. Das ist an sich irgendwo logisch, aber es ist nicht notwendig. Das ist der Fehler, weil wenn ich jetzt hier davor stehe und die Taste B klicke und somit meinen Feuerlöschschlauch raushole, kann ich trotz all dem, oh, wenn kein Wasser im Fahrzeug ist, damit rumspritzen. Ja, ist zwar wie gesagt logisch und hier drin ist halt nichts im Tank. Es ist logisch, mit man es machen muss, aber es wird ja dementsprechend auch nicht ja, vorgeschrieben. So, ansonsten alles, wie gesagt, beim Alten. Da gibt es an sich nichts zu meckern. Ich sehe zwar gerade hier, wenn ich hier das Licht anmache, mit der hier hinten ein bisschen sich irgendwie etwas erst aufbaut, aber Wayne. Deswegen gibt es aber bei Funktionen, weil ja trotzdem alles vorhanden ist, ja, 5 von 5 Sternen, weil ich über diese, ja, kleine Fehler mit es nicht notwendig ist, oder nicht, ja, mit es notwendig eigentlich ist, aber halt trotzdem nicht gemacht werden muss, sehe ich einfach mal drüber weg, weil die, die das eingefleischt spielen, werden das dementsprechend auch so machen. So, kommen wir mal zum Lock. Und der Lock ist ja leider auch wieder so ein Thema, also hier, ja, ein Thema, was leider schade ist, was hier Punkte abzieht, weil wir haben pro Auto, du siehst es hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Lockfehler, dann noch eine Warnings mit irgendwas mit der Textur, Map DDS nicht hinhaut. Und ja, das ist halt zweimal. Dann haben wir beim untersten auch noch UV-Fehler, irgendwas in Gruppe 8 wieder. Und nochmal ein Performance-Fehler wegen der DDS-Datei. Keine Ahnung, was es ist, schlägt es aber leider aus. Deswegen gibt es hier bei Lock mit den zwei Fehlern. Ja, 4 Punkte war ich mir jetzt nicht allzu sicher, wie man das jetzt am bescheuertsten machen. Deswegen gibt es 3,5 Punkte von mir dafür. So, zu meiner persönlichen Meinung. Du machst also, du oder deine Mordercrew, je nachdem, machen für Feuerwehr etc. Oder allgemein für diese Fanbase, machen die schöne Fahrzeuge. Das habe ich dir schon öfters mal gesagt oder beziehungsweise schon öfters mal erwähnt. Aber ja, ich muss sagen, hier hast du sehr viel Potenzial verschenkt. Unter anderem halt hier das im Innenbereich oder bei denen im Innenbereich, weil das sieht wirklich schrecklich aus und hast du eigentlich nicht nötig in dem Sinne, weil wenn es von außen geil aussieht und dann steigt man ein, dann sieht es von innen scheiße aus, wenn man das mal so sagen darf, dann ist das leider schade und das ist halt viel, viel, viel verschenktes Potenzial. Zudem, die Fahrphysik ist auch nicht so ganz schlüssig. Wir können geradeaus Gas geben und sobald wir hier jetzt einschenken, bremst das Ganze sehr auf 10 km/h aus. Sobald ich wieder raus bin, ist es wieder hin und her und hin und her. Beim Fahren wippt die ganze Maschine leicht, hätte ich jetzt so alles noch so zusammenfassen können, wippt die Maschine leicht. Ja, wie gesagt, schade, schade, schade drum. Deswegen gibt es für persönliche Meinung von mir auch 3,5 Sterne. Damit kommst du auf eine Gesamtbewertung von 15,5 Sterne. Das Ganze durch 4 rechnen ist irgendwas mit 3,8 noch was, also aufgerundet insgesamt ein Gesamtergebnis von 4 von 5 Sternen. Also immerhin noch recht ordentlich. Aber gerade hier wünsche ich mir eine Verbesserung, beziehungsweise für deine nächsten Projekte, dass der Außen- und der Innenbereich perfekt sind. Und ja, somit läuft das Ganze, würde ich mal meinen. In dem Sinne wollt ihr euch den mal downloaden, Link der Videobeschreibung bei Modder bedanken, beziehungsweise in Verbesserungsvorschläge oder am besten ist eure Hilfe anbieten, so schneller und so professioneller funktioniert's. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, haut rein.